Patrick, heute, das war, glaube ich, Abstiegskampf pur. Ja, so kann man es ausdrücken. Es war ein sehr kampfbetontes Spiel, wo wir die erste Halbzeit klar die bessere Mannschaft waren, auch verdient 1-0 in Führung gehe. Es waren viele Zweikämpfe, die wir gewonnen haben in der ersten Halbzeit. Viele lange Bälle von beiden Mannschaften, die wir gewonnen haben, oder dann der zweite Ball, wo runterfiel, wo wir sehr wach waren. Das haben wir die erste Halbzeit sehr gut gemacht. Wo wir, denke ich, alle, auch die Spieler, unzufrieden sind, das hat man auch gemerkt nach dem Spiel, haben wir so 15 Minuten, die zweite Halbzeit, genau das, was uns stark gemacht hat, was ich eben erwähnt habe, nicht gut gemacht. Wir haben viele Bälle verloren. Im Luftkampf haben dann aber auch den zweiten Ball verloren. Ich meine, die haben dann drei Wechsel gehabt. Gab dann Schwung von der Koblenzer Seite. Die haben das dann 15, 20 Minuten sehr gut gemacht. Und wir haben das dann in der Zeit nicht gut gemacht. Und am Strich, denke ich, ist das Ergebnis gerecht. Es waren sehr wenig Torchancen heute auf beide Seiten. Aber trotzdem muss man sagen, wenn man 1-0 führt und so gut die erste Halbzeit spielt und dann die letzte 20, 25 Minuten eigentlich auch gut im Spiel ist, war dann jetzt kein offener Schlagabtausch, aber das Spiel war offen. Nervt es schon ein bisschen. Ist jetzt kein Punkt gewonnen, sind eher so zwei noch verloren. Also so ist mein Gefühl aktuell. Man muss auch dazu sagen, es ist wie immer, wir beklagen das schon die ganze Zeit, hier ist schlecht Fußball zu spielen, hier kann man gut Fußball kämpfen, ist das, glaube ich, hier auf dem Platz beim FKP. Du hast, glaube ich, angemerkt vorhin im Interview, es geht anderen Plätzen aber ähnlich. Gut, grundlegend ist ja die Problematik, die ist ja so, dass man halt bis kurz vor Weihnachten gespielt hat, dann gleich wieder im Januar, ich glaube der 9. war es, wieder angefangen hat. Sieht der Platz hier jetzt nicht gut aus, in Steinbach war er aber auch nicht gut. Und die haben andere finanzielle Mittel, wollen aufsteigen, können wir über viele Plätze sprechen. Das muss man halt so annehmen. Da haben wir uns ja auch darauf eingestellt und haben das dann die erste Halbzeit gut gemacht mit einer Luftduelle, wo wir gewonnen haben und die zweite Bälle. Und es ist halt, dass man dann hier Bälle verspringt, weil man mal flanken will und so weiter und so fort. Das ist halt dann ganz normal. Lass mich noch zwei Dinge ansprechen. Das eine ist, Dennis Grob hat ja heute sehr gefehlt. Gut, Dennis ist gut drauf aktuell. Klar, wenn man so einen Stürmer hat, wo auch trifft, dass der dann ein Stück weit fehlt. Aber es ist ja so, dass Woche für Woche dann auch Spieler gesperrt sind in dieser Liga, bei anderen Mannschaften auch. Durch die Länge dieser Runde, durch die Vielzahl der Spiele, ist es ja so, dass die Spieler dann auch vielleicht zweimal gesperrt sind. Das muss man dann einfach so annehmen. Das war dann heute so. Und wie gesagt, wir haben sie auch zu große Teile gut gemacht. Nur 15, 20 Minuten dann leider nicht. Was ich noch ansprechen muss, ist, als ich hier gesehen habe, du musst vielleicht längere Zeit auf einen Spieler verzichten. Der Gianluca Loscurato hat, das hat nicht gut ausgesehen mit einem Ellenbogen, glaube ich. Der hat vor Schmerz geschrien. Der wird wahrscheinlich nicht so schnell jetzt wieder kommen. Er hat ja auch gleich Infusion bekommen vom Nils, von unserem Doktor. Was jetzt genau ist, der Ellenbogen war anscheinend ausgerenkt. Wir hoffen mal, dass nicht viel kaputt gegangen ist. Aber jetzt, was dazu zu sagen ist, schwierig. Da bin ich auch ein Laie. Selbst der Nils wollte sich jetzt nicht festlegen. Er wollte jetzt erstmal die Bilder abwarten im Krankenhaus. Und dann werden wir halt schauen, was ist. Hoffen wir mal, dass es nicht so schlimm ist, weil Gianluca die letzte Woche sehr, sehr gut gespielt hat. Aber auch da wieder sind wir froh, dass wir Sascha und Manuel haben, die das hier seit Jahren hier auch gut machen. Und alle drei Spieler haben diese Runde schon ihr Teil zu diesem Erfolg, dass man in diesem Abstiegskampf die Punkte holt, ja schon dazu beigetragen, wie andere Spieler natürlich auch. Bedanke ich mich und wünsche dir alles Gute beim Spiel in Freiburg. Wird wieder schwer, aber die versuchen wieder mit fußballerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Danke.
In der Kleischuhstadt, wo ich herkomme, ist unser Stolz der FKP.